Ein Zoowärter veröffentlichte das folgende Stammblattdiagramm, welches die Anzahl der Eidechsen in den größten Zoos des Landes zeigt. Also hier siehst du ein Stammblattdiagramm. Das hier ist der Stamm, das ist angegeben in Zehnern. Und das hier, das sind die einzelnen Blätter, die sind angegeben als Einer. Wenn du das also lesen möchtest, dann musst du gucken, hier in der Zeile zum Beispiel gibt es einen Zehner. Aber sonst nichts. Das heißt, gar kein Zoo hatte 10 bis 19 Eidechsen. Aber dann hatte hier ein Zoo zum Beispiel 2 Zehner und 0 Einer, also 20 Eidechsen. Und die Frage ist jetzt, wie viele Zoos haben genau 42 Eidechsen? Du siehst, hier ist die 4 in der Zehnerstelle, das heißt, wir müssen in diese Zeile schauen. Und dann hat es 2 Einer, also 4 und 2 Einer, das heißt, wir müssen uns das hier angucken. Und wie oft gibt es die Kombination aus 4 Zehnern und 2 Einern? Nur ein einziges Mal. Also es war nur ein einziger Zoo, der genau 42 Eidechsen hatte. Wir bleiben bei dem gleichen Szenario. Also es ist wieder ein Zoowärter, der hier ein Stammblattdiagramm erstellt hat. Und diesmal ist die Frage, wie viele Zoos haben weniger als 26 Eidechsen? Also du könntest dir markieren hier 26. Und du weißt also, dieser Zoo hat 26 Eidechsen. Und wie viele Zoos haben jetzt weniger als 26? Nur ein einziger Zoo, der hat nämlich 20. Und wir bleiben bei Tieren in Gefangenschaft. Jetzt geht es um die Anzahl der Tiger in den Zoos. Also wir gucken mal, die Frage ist, wie viele Zoos haben mehr als 13 Tiger? Kannst du hier wieder markieren, wenn du willst. Also hier sind schon mal 10, 11, 13 wäre dazwischen. Also sie wollen wissen mehr als 13. Das wäre also dieser Zoo und auch diese Zoos hier alle. Ja, das sind alles mehr als 13 Tiger. Das hier sind 29, das sind 25. Also mal gucken, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 müssten das sein. Machen wir eine letzte. Oha, jetzt geht es um Bären. Bisschen schnöde hier immer das gleiche. Egal. Wie viele Zoos haben genau 16 Bären? Kannst du mal gucken hier. Also hier sind die Zehner. So der Zoo mit der geringsten Anzahl an Bären hat 18. Also wie viele Zoos haben genau 16? Ja, keine. Ganz richtig. Ich persönlich habe jetzt schon genug von Fragen zu Zootierbeständen. Aber vielleicht du ja nicht. Dann kannst du gerne auf unserer Webseite vorbeischauen und noch ein paar Fragen selbstständig beantworten. Bis dann.